Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir treffen uns heute mit Sepp und Lena. Wir gehen erstmal trainieren, dann gehen wir was essen und dann wollten wir so ein bisschen Kicker spielen oder so. Ich habe lange kein Video mehr gemacht. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute einfach mal mit und viel Spaß beim Zuschauen. Sepp, nächstes Jahr willst du ja wieder starten. Und, was meinst du? Wie schätzt du deine Chancen auf den Titel ein? Ich würde sagen, tendenziell besser, ne? Also wird ja besser werden. Ja. Damit steigen ja immer die Chancen, wenn man besser wird. Aber schlussendlich kommt auch ein bisschen darauf an, was ich daraus mache und wer natürlich startet. Ne? Ja. Aber wir es auf jeden Fall besser sein als dieses Jahr. Safe. Bin also ich glaube ich jetzt schon. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Aber bin ich glaube ich jetzt schon. Wenn ich jetzt preppen würde, wäre ich glaube ich jetzt schon besser. Also hast du schon jetzt wieder Gains gemacht. 100%. Sehr geil. Du wolltest ja auch starten, ne? Ich wollte auch starten, ja. Also meine realistischen Chancen sind etwas geringer als die von Sepp, aber auch besser als in Vergangenheit auf jeden Fall. Du hast schon krasse Gains gemacht. Ja, danke schön. Aber ich auch. Für den Dicken reicht das nicht. Das musst du mir sagen, du siehst flach aus. Du musst sagen. Lena, du bist auf Diät. Du musst sagen. Du bist auf Diät. Ich wäre für Sushi. Sushi oder Poke? Sushi oder Poke. Oder Thai? Oder Thai. Also ich wäre eher Sushi oder Thai. Okay, Sushi oder Thai. Ich also, Poke. Also Nagoya oder Kitty? Nagoya. Oder ich bin für Nagoya. Also Kitty bin ich nicht und Nagoya auch nicht jetzt unbedingt. Oh, Lenchen will eine Pokeball. Ja. Scheiße, jeder will was anderes. So, Digga. Was gehen wir jetzt essen? Ah, ich würde sagen, so flach wie du aussiehst, definitiv all you can eat. Sushi? Da gibt's, ja, in Köln gibt es einen guten Sushi all you can eat. Ja, so checken wir mal ab. Kennst du ja auch schon, haben wir 100 Mal schon. Ja. Ja. Easy, keine Werbung. Ja gut, dann gehen wir Sushi essen. Ich würde danach gerne kickern gehen. Kickern? In letzter Zeit war ich schon echt öfter mal wieder kickern. Tischkicker? Ja. Ja, ne? Ey, ich habe früher so viel Kicker gespielt. Ich habe in der Schule jeden abgezockt. Echt? Mhm. Ich aber auch. Erzähl mir ich kann richtig gut kickern, Digga. Meinst du? Ich kann wirklich richtig gut kickern. Denkst du, du würdest mich One-on-One-Battle schlagen? Auf jeden Fall. Also, safe. Ganz ehrlich, never. Sorry, ne, aber das wird... Sollen wir um Geld spielen? Ja, gerne, Mann. Aber okay. Es wird eine Rasur wie 2014, Digga. Scheiße, ich habe aber kein Geld. Ja, dann machen wir eine andere Rasur. Dann machen wir eine Bartrasur. Obwohl, für dich wäre das ja nicht mal... Okay. Wäre nicht mal schlimm, wenn du den Bart rasierst. Glatze. Das ist ja nichts. Ja. Meinst das, ich? Das wäre nice. Hm? Meinst du, ich mach den fertig, Baby? Ich hoffe nicht. Warum? Passt dir meine Frise nicht? Nee. Aber keine Sorge. Keine Sorge, der verliert auf jeden Fall. Nee. Also du kannst mit mir wetten, um was du willst, Digga. Aber kickern, da zerstöre ich dich. Ich kann richtig gut kickern, Digga. Niemals. Ohne Witz. Wenn du verlierst, machst du dir eine Glatze. Wenn ich verliere, mache ich mir eine Glatze. Ein Mann, ein Wort. Ja, das ist schon krass für mich, weil mich kennen die Leute ja gar nicht anders. Du siehst ja jede Woche anders aus. Digga, du bist dir doch so sicher, bevor du aber ganz ehrlich, Mann. Mich stört das nicht. Wenn ich verliere, mache ich mir eine Glatze. Kein Problem. Kein Problemo. Okay. Ich verliere nicht. Aber ich ziehe dich locker ab. Nee. Du bist der ist nicht ganz schön selbstsicher. Du bist nicht ganz schön selbstsicher. Du bist ein guter Junge, du kannst vieles sehr gut, aber vielleicht wirst du mich auch irgendwann im Bodybuilding schlagen, aber Kicker nicht? Okay. Kicker nicht, nee. Easy. Challenge accepted. Also ich muss jetzt richtig reinklotzen. Heute Morgen hatte ich nüchtern auf der Waage 97 Kilo. Und 100 wären schon nice. Auch wenn ich vielleicht etwas fett bin dann.
Aber ich wollte schon immer mal 100 Kilo Körpergewicht haben. Dann bist du halt ein echter Mann. Ballern. Ja, scheiße, der läuft richtig kacke, Alter. Ja gut. Ich muss mal ein paar Tore machen, Digga. Oh, meine sind um. Die waren so, ey. Die waren so. Ey, was macht das? Wie viel steht eigentlich? Keine Ahnung. Haha, Sepp verlieren! Das war mein. Ja, die Kicker-Dinger sind auch echt schlecht, Alter. Der Kickertisch ist richtig kacke. Was los? Ich will einfach nur so eine Schweigesekunde. Ich hab verloren, Alter. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich bin Kicker-Profi. Wirklich, ich bin richtig krass im Kickern. Und erst lief's richtig gut für mich und dann hat Sepp mich eiskalt weggezogen. Der ist locker heimlich Kicker-Weltmeister oder hat früher sein ganzes Leben lang nur gekickert. Also, falls ihr euch gefragt habt, was der Sepp so sein Leben lang gemacht hat, der hat auf jeden Fall gekickert. Ich krieg erstmal eine Glatze jetzt. Scheiße, Alter. Ich bin maximal gefickt. Scheiße! Ich werde maximal scheiße aussehen, Alter. Glatze! Ich werde maximal scheiße aussehen, egal. Ein Mann, ein Wort. Morgen gibt's Glatze. Gerade ist echt eine stressige Situation, weil morgen habe ich keine Haare mehr auf dem Kopf. Das findet der lustig. Keine Worte. Ey, wäre das nicht witzig gewesen, Sepp ohne Haare? Kommentiert mal alle. Dann machen was wir noch lustiger, eine wir machen immer noch mal eine Glatze. Sepp ohne Glatze, Sepp ohne Haare. Sepp ohne Haare, Sepp ohne Glatze. Ja, wie ich mir die Glatze schneide, seht ihr wahrscheinlich erst im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Motherfuckers.